So, von mir aus gehen wir dann los. Haben wir alle? Maria Alpha fehlt, irgendwie, ne? Gerade irgendwas. Oder? Ne, einfach steht da hinten in der Ecke. Was deckt sich falsch rum? Ich kann mit meinem Freund nebenbei skypen. Wenn man hier jetzt mal hin und sich dann einfach mal skypen. Mama Maria? Ja? Das 88 dein Alter oder dein Geburtsjahr? Mein Geburtsjahr! Tobi, fährst du vor? Nee. Ich fahre nicht vor. Aber ich fahre auch heute nicht hinterher. Ich fahre heute in der Mitte. Ich nehme Abstand von dir. Wer fährt dann vorne? Der ich du. Bin der Letzte. Ich bin der Vorletzte. Hast du vergessen, ich war letzter sein? Nee. Ton. Ich fahre vor David. Darf ich jetzt? Du ja, fahr doch. Fahren, ja. Das ist scheiße, Tobi, wie du da stehst. Wieso? Du triffst dich doch gar nicht. Ja. Jetzt ist die Kulturkollision erst vorbei. Du triffst mich nicht. Du bist einen Meter raus, bevor du mich triffst. Achtung, aber Mitarbeiter von hinten. Der stört mich nicht jetzt. Wenn er da stehen bleibt. Maria, fahr da links rum. Durch die LKWs durch. Atlan, fahr schon mal. Links rum, nicht rechts rum. Ah, ich mach mich schwach. Nicht rechts rum, links rum. So links. Ja, einfach im Kreis einmal fahren, vorwärts. Weiter. Oh, stopp. Wir fassen jetzt ein Stück zurück. Gerade, wenn es geht, gerade oder rechts rum. Nicht so lang, andersrum. Anderer rechts. So, noch ein Stück. Oh, jetzt hier komplett links einschlagen und vorwärts fahren. Weiter, fahr weiter. Die Jungs stören dich nicht. Fahr da dran vorbei. Durchfahren. Scheißegal. Weiterfahren. 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 Alpha, fahr schon mal. Alpha, fahr. Alpha. Wo bleiben nur meine Schäfchen? Die sind blockiert. Geht's hier noch weiter? Ja, fahr weiter. Maria, du kannst das nicht durchfahren. Der kann ja nicht hier stehen. Ja, fahr da durch. Ich bin unsichtbar für dich. Fahr durch. Gerade halten. Weiter, weiter, weiter. Jetzt fahr. Fahr. Gib Gas. Links, ne? Ja, links rum. Links rum. Warte, warte, warte. Stopp, bleib stehen. Der Typ hängt genau in dir. Wenn du jetzt rausfährst, trifft er dich. Hier rett im Hänger. Ja, dann. So, jetzt war. So, Alpha hinterher. Ich fahr. Oder, gern, oder Zero. Zero, willst du nicht hinterher? Ich fahre. Ja, dann. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich stehe nicht auf dem Bremsen, kann aber nicht losfahren. Und feste Bremse ist auch los. Hast du Handbremse drin, oder? Nein, feste Handbremse ist los. Ich. Hast du, immer noch auf N? Oh, Maria. Motor an. Was hab ich? Weiß da aus. Kein Gang drin zum Beispiel? Maria. Ja, D2. Zu wenig Luftdruck? War jetzt auch meine Vermutung. Ja. Ich hör's gar nicht so näher. Ja, Luftdruck. Dann bleib einfach stehen und guck mal auf deine Luftdruckanzeige. Ich hab Luftdruck, Simulator oder wie das da heißt, aus. So? Dann starte das Spiel nochmal neu. Ja, Pommern fahren wir schon denn. Oder porten hier zur Werkstatt einmal. Oder so. Weil die ist ja hier direkt. Ja, porte dich mal zur Werkstatt und da fahren wir ja doch gerade vorbei, Alpha. Treibstoffverbrauch ist an, das alles andere ist an. Porte dich mal zur Werkstatt. Aber jeder mit dem scheiß Auftrag? Ja. Jetzt rollt er. Einmal kurz im Menü wieder zurück, dann geht's. Fuck, fail, shit. So, dann lass ich dich mal vor. Warum muss ich eigentlich mittig fahren? Nee, du musst rechts fahren, ey. Du musst rechts fahren. Nein, ich meine zwischen alle. Reicht das nicht. Ah! Ich komme jetzt gar nicht vorwärts. Tobi!
Weißt du, öfter zuckst du so, dann drück ich automatisch auf die Bremse. Dann musst du Abstand halten, ne? Bin ich ja gerade dabei. Huch, das war auch falsch. So. Das Lenkrad. Akku? Warum ist meine Kabine jetzt so hell? Maria, tipp mal einmal kurz auf deine Bremse. Ja? Na, ich glaube, du hast einen Retarder irgendwas drin. Nee. Na, ja, weil du bremst die ganze Zeit bei mir. Ja, jetzt ist irgendwas ausgemacht, ja. Okay. Seid ihr hinten alle dran? Ja. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt auf 60 oder 70. 70. Alles klar. Pylone. Ich hab nur 40. Hast du das denn? Kriegt das Maria noch hin? Ja, sie gibt Gas. Ja. Oh Mann, hör schon wieder auf, die Leute zu verscheißern. Mach doch gar nichts. Nein, ist gut. Mir geht das Drehen von meinem Handy auf den Zeiger. Big Finger. Gegenverkehr, Maria. Ja. Danke, dass du mein Navi spielst. Na, weil du immer so verdächtig weit links fährst. Ich bin ein aufmerksamer Fahrer. Es geht automatisch irgendwie links rüber. Ich hasse das. Tasten zu spielen, ich will Kacke. Hast du auch einen Controller? Nee, ne? Nee, leider nicht. Und spielst du denn mit Maus? Der Controller war kaputt. Sonst du kannst auch mit Maus spielen, ne? Nee, aber nicht mit. Ich kann nicht fahren mit der Maus. Ja, doch. Achso, du kannst es nicht oder du kannst es nicht? Ne, wie funktioniert denn das? Ja, du das lenkst, ist total beschissen. Du lenkst dann, indem die Maus nach links, rechts das verschiebt. Das funktioniert wunderbar, das mache ich schon seit Monaten so. Also, ich weiß nicht, damit komme ich gar nicht klar. Das ist eigentlich easy. Am Straßenrand steht einer, Vorsicht. Das können wir aber nach dem Konvoi dann vielleicht mal probieren. Probieren wir das mal nachher. Von der Rest kommt ein Gegenfahrt her, wenn wir alle nicht rüber schaffen. Oh, Pech gehabt. Dann halt mal getrennt. Probier, auf was fährst du? David. Ja? Also heute kann ich nicht 100% Schaden bekommen. Weil bestimmt okay. Heute, es sei denn, wenn mich da hinten einer irgendwo verliert. Wer fährt denn hinter mir? Ich. Also, der solltest du. Solltest du mich irgendwann nicht mehr sehen, ne? Ich bin trotzdem noch zwischen Leo und dir. Also, ne, wenn du mich irgendwann nicht mehr sehen solltest und du siehst. Bist du jetzt ein Geist oder was? Teilweise. Also, das hat mir letzte Woche das hat passiert, da war ich auf jeden Fall für die anderen. Auf jeden Fall unsichtbar, hatte ich mit Maria schon mal. Ja. Da ist sie mir voll reingefahren und ich hab so, ey, wieso fährst du mir rein? Ich seh dich nicht. Haben extra Fotos verglichen. Sie hat mich nicht gesehen, ich bin irgendwie weg gewesen, keine Ahnung warum. Tonga, Geschwindigkeiten sagst du aber an, ja? Also oder ich bin jetzt Voraussetzung 80. Ja, es ist. Ich seh nicht mal Maria, weil Maria gibt im Moment das Tempo vor. Nee, Maria ist hinter dir, also ich seh dich auch. Ey, ich eben nicht. Also ich sehe nur den Punkt. Da vorne im Dunkel fällt auch noch einer. Ja. Also der grüne Punkt ist genau vor mir. Das sind 400. Ach so, dann ist das. Okay. Dann vor Maria, wer fährt denn da? Da ist ja noch einer. Tobi. Tobi fährt nach vorne. Maria ist zweiter. Cool. Atlant, ich fahre aus. Was? Nein, Atlant, Maria Atlant, ist direkt hinter mir. Ja. Stop. Also 70 hast du eingeklinkt, oder? 80. Ich bin jetzt bei 80. Ich bin bei 75. Oh ne, doch nicht, jetzt bin ich bei 19. Jetzt bin ich drauf auf 80.
Wir jetzt einfach mal auf 80. Wie viel fährst du jetzt, Maria? Ich fahre jetzt 85, Walle. Genau. Gehe ich jetzt auch auf 85. 80, bitte. 80, immer noch. Ja, ich weiß. Konvoi-Regel. Jetzt bin ich wieder bei 78. Hab mich rollen lassen. Weil, wie gesagt, sonst kommen wir nicht hinterher hier. Okay. Ja, wenn ihr hinten mit 7 fährt. Also, ich fahr gerade 80. Mach den Tempomat auf 80 und dann ist gut, Donga. Ja, also, okay. Also, zwischen also ich fahr konstante 80. Wie kann ich denn den Tempomat auf 80 machen? C. Mit C. C. Fährst du 80 und drückst dann C. Keine, nur noch lenken dann drücken, also nicht W drücken mehr. Genau. Und wenn du bremsen also musst, dann bremst du den Tempo. Ja. Aber zwischen mir und dem Dio zum Beispiel ist ein guter Abstand. Nach hinten hin habe ich einen guten Abstand auf der Karte. Sieht gut aus. Gut. Oh, jetzt wird er enger. Jetzt könnte er wirklich Probleme. Ich habe mal kurz eine Frage. Ja, Antwort. Kann es jetzt vielleicht passieren, dass wir auf der Tour jetzt mal eine Pause machen? Kann, ja. Kann passieren. Wenn wir es einrichten, warum? Gut. Ich ja, schmeiß mein Lenkrad nämlich während der Pause dann mal aus dem Panzer raus, das regt mich auf. Wenn ich nämlich zentriert lasse, also wenn ich gerade auswache, dann pumpt das wie so ein... Keine Ahnung, was pumpt denn gerade so schön stark, extrem. Da fährst du über einen Rüttelstreifen? Nein, ich fahr nur mal auf der Straße. Achtung hinten. Wird langsamer jetzt, mal auf. Ja, so 30. Ja. Ja, Entschuldigung. Alles gut, hat keiner was gesagt. Die ist nur die Ding. Die Mutti ist langsam. Ich krieg die Zubringer nicht so genommen. Und bevor ich mir da irgendeinen Schaden hole, fragt er lieber langsam. Ist okay. Ja. Ist doch richtig so. Wie? Na, Tobi ist ein bisschen was. Ich seh dich nur noch mit einem ganz kleinen Punkt. Bin jetzt mal bei 70. Ja, Maria, ich bremse so weit ab. Ja, mach das. Ich bin jetzt erstmal 70, wer wollte jetzt nicht. Doch, fährst du. Bist, okay. bist du aufgeschlossen auf Tobi. So habt ihr mich eigentlich mit fast ganz vorne in gesetzt. Du wolltest doch noch weg vorne wegfahren, ich hab nicht gesagt, fahr. Nein, ich hab gesagt, nein, ich möchte hinten. Ja. Und da habe ich gesagt, er fährt hinten. Hättest du vorne mitfahren können. Nee, das ist schon ganz gut, dass er vorne mit ist. Weißt du, dann können wir sie wenigstens nicht verlieren. So hätten wir, hättest du hier hinten als letzter, hättest du denn Probleme. Ist schon in Ordnung so, Maria. Hätte ja gut. Also. Was ist denn mit unser. Ihr wisst, ich muss noch Nürnberg. Was ist ja, denn? Ja, da hab ich schon nach hingesetzt. Kein Problem. Ja, Tobi auch. Tonga? Ja. Aha. Unten rum, aber oben rum. Was? Wie? Hä? Oben rum oder unten rum? Immer Nürnberg. Unten rum. Ja, ich hab nämlich mal Navi nach unten gesetzt. Das kann man ja auch oben rum fahren. Ich hab mein Navi so gelassen. Ja, eben, dann fährst du oben rum. Dann fährst du oben rum. Ist doch ja, Hauptsache wir kommen Nürnberg. Achtung hinten. Ich hab Platz. Ich fahr ja schon 85. Hab trotzdem. Aber das ist ja mit Claudinchen heute. Die ist immer noch auf der Party. Ja, klar. Ja, die ist bei. Mein Bruder auf der Party. Bruder, glaube ich. Ach Geburtstag. So. Geburtstag feiern. Ich habe sie auch noch mal gefragt, ob die kommt oder nicht, aber nein. Kommt noch nicht. Nee, kommen sowieso nicht, ne. Ja, sind ja alles Geschwister. Leo! Wieso sind doch alles Geschwister? Wenn sie alle gleichzeitig kommen, hast du Glück. Da muss es zur Entdeckung gehen. Marco, bist du da? Du liefst gerade, ne? Du liefst gerade. Ich merk das schon. Ein Bücherwurm. Mhm.
Besser sollst du einen Alkohol trinken. Ey, kann er ja beides. Nee. Flasche Wein. Genau. Irgendwann ist es immer das gleiche Wort, was er denn liest. Dann verstehst du das Buch wenigstens. Jo. Apropos, nach dem Konvoi werdet ihr mir jetzt immer schöne Bier gönnen, Leute. Ach so, dein Freund darf mich saufen, weiß er aber, die Frau raucht und soll. Ich darf, ja. Ja, ja. Da hat er ja nichts dagegen. Ah ja, so läuft er wieder, ne? Frauen verbieten uns Männern alles wieder und Frauen saufen sich da wieder ein. Ist schon klar. Trinken? Sag nein, sag nein. Ein Konvoi hoch. Besser hoch als runter. Nur das LKW, genau. Ja, dann würde ich sagen, mal warten hier, Tobi. Ja, vor der Arme. Bleib mir hier. Bleib mir jetzt einfach stehen hier. Weil der ist ziemlich groß, der Konvoi. Maria, nicht auf der Straße, fahr an der Seite. Nein, bin ich ja gerade. Geht ihr schon, ja. Ja, auf der Brücke, Alter. Vor der Abfahrt beachten am besten. Ich stehe perfekt am Straßenrand. Das willst du dir, Maria. Gut aus, ja. Wer fährt denn da so alles? Boah, ist grad ein Riesenkonvoi oder was? SD-Trans. Volltrans. Oh, meine FPS sind gar nicht so schlecht. Was das für... Ja, aber da hängt auch ein anderer Konvoi hinten dran. Der hängt hier von Polen, kommen auch welche. Ja, ja. Poltrans. Hinter SD. Hinter LSD kommt Polen. Das sind alles Polen. Hm. Adrian, Pole dran. Ja, schade, dass solche Firmen nicht auf Späti sind, ne? So eine großen. Hommann, hättest du das nicht noch ein bisschen nach vorne geschafft da? Hey, da kommt schon die Abfahrt. Ja, wir müssen ja an der Abfahrt vorbei. Da eben gerade standen da noch welche. Aber ich glaube, da hast du gerade... Ja, ganz fahren, Tobi. Kommt keiner mehr. Okay. Abfahrt. Also schließen wir uns an. Quasi. Ja, wir schließen uns so lange an, bis wir wegfahren. Gute Nacht, mein Schatz. Danke, bis später. Liebe dich. Danke, ich dich nicht. Jetzt ist er weg, jetzt sind wir allein. Oh. Jetzt können wir die versauten Sachen auspacken. Maria ist alleine. Ja, jetzt können wir die versauten Sachen auspacken. Aber ich liebe es, wenn die Ausgabe breit ist. Oh, lauter Herzchen. Kannst von mir auch haben, ein lauter Herzchen? Nein. Warum nicht? Weil ich einen Freund habe. Und den über alles. Das ist nur ein Grund, Maria, kein Hindernis. Ja, nee, du brauchst mich hier gar nicht anflirten. Wer sagt, du sollst verflirten? Ich hab gesagt, ich kann dir ein paar Herzen schicken. Nee, die Herzen brauchst du mir auch nicht machen. Wer sagt, dass die Herzen von mir kommen? Wie sie sich aber strömt. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann die Herzen deines Freundes nehme und dir schenke, wieso darf ich dir dann nicht dann die Herzen deines Freundes schenken? Nein, weil mein Freund das alleine kann. Wenn nicht, was machst du dann? Ja, dann würde ich... Wenn er mir den Auftrag gegeben hat, dir die Herzen schenken. Wenn ich nicht mehr sagen könnte, ich liebe dich, würde ich für keinen anderen Mann ein Herzchen annehmen. Da hat er einen Knopf im Ohr gehabt von mir, was er dir sagen soll. Tonga, du bist aber bei 80, ja? Ja, ich muss jetzt sowieso nochmal bremsen, weil der Konvoi auch rechts ab biegt, aber gerade irgendwie. Oh, Alter! Ein Fehler hat. Vorsicht hinten. Vorsicht! Das biegen die oben ab? Jo. Aber nee, die fahren geradeaus weiter. Also, meiner ist auch, laut Navi fahre ich auch geradeaus weiter. Nee, ich rechts. Nee. Ja, ich hab mein Navi umgelegt, ne? Denk dran. Ich hab mein Navi unten rum. Warum legst du auf den Navi um? Damit ich Maria mitnehmen kann, weil wenn wir oben über Nürnberg fahren, kommen wir nicht an dem Ausfahrt vorbei. Von Nürnberg, versteht ihr? Also wo jetzt? Rechts? Geradeaus. Hey, warum geradeaus? Ich dachte. Weil wir nach Nürnberg fahren müssen.
Wir müssen ja, Maria. Dachte, der erste, der vorfährt, hat das auch drin. Der braucht doch der in der Mitte. Das nicht. War doch, hat er doch nicht gehabt, wo man so viel Zeit hatten wir doch gar nicht. Ja, doch, hat er doch gesagt vorhin. Ja, er hat vorhin gesagt, er hat ihn drin. Nein, er hat und gesagt, er hat es aufgenommen, nein. Aber er hat es nicht eingestellt. Ich habe gesagt, ich habe die normale Route, Diablo? Ich habe nichts eingestellt. Nach mein hier. Navi hat mich aber auch nach unten abgeführt, ja? Meins nicht. Meins nicht. Schön, dass deins nicht ist. Also hier geht das aber auch normalerweise runter nach Nürnberg, ne? Ja, also der steckt logisch, jetzt wer auf Schilder achtet. Ich achte nicht auf Schilder, ich fahr nach Navi. Entschuldigung, musst du kurz abbremsen, sonst wäre die Leitplanke gewesen. Toll, jetzt bringt mir mein Navi total durcheinander, ey. Ja, wir fahren auch. Jetzt Richtung Salzburg. Warum fahren wir Richtung Salzburg? Weil das ist wegen Diablo. Ich werde jetzt eh nicht drehen. Weil ich jetzt Bock da drauf hatte. Ah. Deswegen. Schön, Diablo, aber das verwirrt mich total. Ja, mich auch, also. Warum? Das Navi sagt, das fährt er gleich geradeaus. Dein Navi sagt, mein Navi sagt, drehen. Mein Navi sagt, noch. Mich drehen. Noch. Gleich, stellt euch. Doch, euer Navi sagt kann. Gleich, fahrt geradeaus weiter. Nein. Oh doch, glaub mir, das stellt gleich von alleine um. Es sei denn, du hast einen Wegpunkt bisher gesetzt, dann natürlich nicht. Die Gurken gerade mit 50 dahin, also ich kann nicht. Ja, ist so richtig. Ja, ist nicht richtig. Laut dem Typen da heute eine Art Bild. 60 Minimum. Ja, dann fang an zu melden. Ja, Diablo, das liegt an dir, weil du einen ganz anderen Wegpunkt hast. Und von hinten, jetzt erstmal nach von Schilder hinten kommt muss. Jemand, Vorsicht. Ja, lass ihn kommen, dann muss er da drei Kombos überholen. Ah, deswegen fahren die bloß 50, voll trans. Einer von dem Konvoi noch, Nachzügler. Ach so. Ne. Der eine, der vor mir, also ich kann jetzt wieder 80 fahren. Der eine vor dem letzten, der leckt ein bisschen arg. Da kommt noch jemand von hinten. Ja, das ist bestimmt die ganze Firma gleich. Ich fahre im Moment 80. Ja. Tobi, wenn er dich überholt hat, Tobi, ne? Dann gibst du mal nur die Lichthupe, dass er da wieder reinfahren kann. Da kommt nicht ein Pole von links jetzt. Der fährt aber auch auf beiden Spuren, ey. Der Lappen. Polentransit. So, jetzt hat mein Navi schon mal umgekehrt. Maria, du bist vom Gas gegangen. Ja. 70 Kilometer wieder drauf, bitte. Ja, Maria kann sich nicht gleichzeitig konzentrieren. Hupen oder fahren, geht nur eins. Ich hab nicht gehupt. Entweder auf die Hupen. Was? Ich hab 70 Kilometer jetzt, mehr. Was ist? Jetzt hab ich ihn wieder. Was haben wir? 70 Kilometer mehr? Konzentriere mich jetzt aufs Fahren. 70 Kilometer mehr. Ich hab gesagt, dass du vom Gas gehst. Ist doch egal. Was ist denn da jetzt so verwerflich? Ich hab euch aufgehört. Ich bin da schon wieder bei 18. Da kommt einer rechts hoch vom Polentrans. Ja, hier kommen noch mehrere, deswegen verstehe ich nicht, dass ihr so fahrt wie die Kaputten. Ich hab hier zwei Stück, die noch vorbeikommen. Okay, dann fahr ich jetzt zu, wie dann warte mal bitte. Ich doch gar nicht mehr auf der Map. Sollen wir rechts stehen bleiben jetzt mal kurz? Weil die vorne sowieso jetzt wieder einen Stau haben. Weil wenn ich Stau habe, können wir dran vorbeifahren. Ja, weil die alle auf sich gegenseitig warten. Ja, dann lass uns da dran vorbeifahren, dann machen wir sie los. Wenn die jetzt vorne warten, dann brauchen wir nicht warten. Unser Konvoi ist zurzeit komplett auseinandergerissen. Dann ich habe gerade eine Star einfach noch drauf, stehen. Pommern habe ich noch drauf und das ich habe Tobi nicht mehr drauf. Also Adlan sehe ich wieder. Stehen, ihr bleibt alle auf der Autobahn. Da vorne kommt eine Tankstelle. Die sehe ich nicht mal, ich sehe gerade Ausfahrt. Es ist mir egal. Sieht nicht mehr eine Tankstelle. Oh Gott. Jetzt stehen die alle hier. Ach boah, da vorne bist du schon. Also wir sind gerade hinten bei Salzburg. Ja, weil Tobi der Tab nicht umfährt. Ich hab das Tab auf. Bei mir steht überall Polentrans. Naja, weil du mitgefahren bist mit ihr. Oh, jetzt sind alle. Oh. Alter! Vorsicht, Pole von rechts! Pole von rechts! Maria bleibt gerade! Pole von rechts und von links! Alter!
Garten, der rechts überholt ist, der Hahn. Weil wir gerade alle standen. Wir fahren jetzt alle auf den Parkplatz. Stauen ist klar, ne? Dass man da steht. Ja, ne? Eigentlich schon. Deswegen hab ich ja gerade Warnblinker gehabt. Boah, wie sie alle stehen hier. Wir fahren weiter. Rechts fahren die Polen rein. Wir fahren weiter. Okay? Ja, ja. Weiterfahren. Ja, Tobi. Ich bin gerade überfordert. Fahr mal ein bisschen langsamer. Ja, wir müssen jetzt die Deutschlänge. Pass auf, Maria. Maria, aufpassen. Nächsten Parkplatz fahren wir alle raus. Maria, aufpassen. Warte mal, Tobi. Auf der rechten Seite, Maria. Kommt jetzt ein Typ, der steht auf der rechten Seite. Aufpassen. Ja, ich sehe das. Leute, kann einer reden, bitte? Ich versuche es ja. So, die stehen jetzt alle da auf der Raststätte. Alles klar. Du bist in der Mitte, du hast eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Maria links vorbei. Ey, momentan bin ich vorne weg, weil du gerade vorne da vorne irgendwo stehst. Ich muss mich gerade irgendwo da durchstängeln, nee, weil alle standen. Da fällt irgendwas. Aber echt extrem scheiße. Da fällt irgendeiner weg. Die stehen wunderbar. Ja, einmal hier bitte rein, einmal da dort. Ja, du kannst da reinfahren gerne. Fahr rein. Die sind da, fahr rein. Fährst du mal da rein? Ich bleib jetzt hier stehen jetzt mal, wenn die da sind. Boah, so. Die rammen sich hier. Oder was? Ja, der gehört nicht dabei. Was sagt der Kurwa? Ja, hier, weil der Red Army Kefulania, oder wie er heißt. Wir fahren vorbei am Parkplatz, ja? Oder was? Nein, genau, rein. David. Den ersten Parkplatz vorbeifahren. Ja, genau, das Bett vorbei. Einfach weiterfahren, ich stehe an der Ausfahrt da, einfach alle dann von uns reinfahren. Fertig. Da sammeln wir. Gaspolski. Danke. Bitte, dobre. Ja, du mich auch. Das Polski, ja. Maria, einfach weiter. Mauer. Maria ist jetzt schon Maupa, auf dem Rastplatz. Maupa. What? Fulba Jepana. Du kannst doch Deutsch sprechen, Alter. Da steht GER hinter, Alter, ne? Ja, krasser Typ, du. Maria, steht GER und spricht Polnisch. Doof. Was macht ihr jetzt? Ach, hier geht es jetzt runter, oder? Ja, ja. Erstmal auf den Parkplatz. Eine Runde sammeln. Ich gerne einreihen, David? Ja, da steht doch keiner. Nein. Tobi steht hier, ja. Ja, weil ich ja nicht will, dass sie weiterfährt. Dass ich sagen kann, hier abfahren erstmal. Das ist richtig, genau. Oh, Alter, ich hätte den Sitzpull, ne? Geht auch so lange. Den jetzt alle auf dem Parkplatz. Na ja, David hinten dran. Ich bin drauf auf dem Parkplatz. So, dann haben wir alle da. War mal ein Stück vorgefahren. Okay. Ostpommern, ab Pommern Adler, steht an der Ausfahrt auf, schon wieder. Jo. Ja, wo ich jetzt nicht mehr weg hier. Jetzt kannst du. Hat er jetzt irgendwie gedacht, dass ich seinen Scheiß Polnisch verstehe, oder was? Ich hätte nicht mit dir geredet. Das hatte der gesagt, der da reingefahren ist, der vor dir gefahren ist kurz. Der hat mit dir geredet. So, ich fahr jetzt wieder hinter drüben. Ja, ah. Wir werden uns jetzt alle schön ein. Nein, ich komme, ich folge dir, quasi Pupi. Oh Gott. Was steht denn hier? Ein Pommern. Eine Bordsteinschwalbe hat der Frittenschmiede. David, du sagst mir Bescheid, geil. Ja, wir setzen uns langsam in Bewegung. Mr. Alpha ist vor mir. Okay. Achtung, ich fahre jetzt erstmal mit 60 voran, bis wir alle soweit sind. So. Maria, Achtung, ne? Oh, Pommer, der hätte auch ruhig mal rüberfahren können, der Lappen. Ja, hat er aber nicht. Ja, im letzten Moment, ja. Du hast allerdings auch nicht geblinkt. Frag mich, wo die Blinker sind und ich versuche immer zu lernen. Plus gut. Das Pluszeichen zum Beispiel wäre was. Plus ein Ö. Boah, Alter. Ich bin gegen den Lenkrad gekommen. Boah. David, bist du hinten dran mit 60? Nein. 60? Ich Alter, ich war gerade 80. Ich muss gerade erstmal aufschließen. Ich fahre erstmal 60, bis alle aufgeschlossen haben. Ja. Ist richtig. Ich melde mich dann schon, wenn wir aufgeschlossen sind. Jetzt bin ich auch hinten dran mit 60. Bei mir stoppt das Spiel gerade. Ja, bei mir siehst du gut aus.
Echt, danke. Für den Arsch. Für den Arsch oder mit dem Arsch? Für den Arsch. Danke schön. Also schön ist der Arsch nicht, da sind unsere Ärsche besser. Aber zu wissen. Wir haben alle den gleichen kann man Arsch. Wenigstens, Diablo, mir kann man wenigstens unten hier das Maria, Arsch du bist vom Gast gegangen. Ja, weil ich gerade total lecker. Wo denn? So, jetzt sind wir alle wieder zusammen. Oh, links, Tom, rechts. Links, jetzt kannst rechts. Du auf 80 okay. erhöhen. Nein, ich gehe auf 80. Nee, ich sehe das. Ich muss mich erst wieder fangen. Mhm, fang mal. Ich wollte dich nicht ablenken mit der Aussage, tut mir leid. Nein, das stoppt bei mir übel. Ich muss die Grafik runterstrauben. Wir sind gerade, also ich habe gerade 26 FPS, 25 FPS. 30 FPS. Oh, kann ich mir im Spiel die FPS anzeigen lassen? Ja. Ja. Muss aber ein Steam machen. Einstellen. Da musst du nachher mit Leo machen, wenn also, der Steam einstellt. Ich wollte sagen, jetzt lasst in den Satz zu Ende bringen. Mir kann man wenigstens ungeniert auf den Arsch schauen, ohne dass ich vorne zusammenfalle dabei. Okay. Maria, kommst du hinten dran, oder? Natürlich, ich hab dich nicht auf dem Radar, aber wenn ich mir an deinem Hinterhöschen festhalten dürfte, ne? Wäre das echt nett. Ich bin jetzt bei 74. Wenn er sein Höschen festhält, wird es nachher ein Tanga. Ein Tonga wird das dann, oder? Der Tonga wird dann zum Tanga. Geradeaus, ne? Mhm. Ja. Maria, du schreist bitte, wann du die nächste Ausfahrt runter, weil ich weiß nicht wohin. Nach Nürnberg, also. Mhm. Wir müssen uns jetzt mit deinem. Torbi, die nächste Abfahrt musst du runter. Die nächste Abfahrt, die jetzt gleich kommt, musst du runter. Rest raus. Ich lese erstmal die Schilder, wo du uns wieder irgendwo lang schickst. Ich schicke euch über die Autobahn. Rest runter. So, wie weit fährst du? Ich fahre hier 80. Ja, ich auch. Echt? Warum bin ich nur so langsam? Macht nichts, bin auch langsam. Ich sehe Leo fast gar nicht mehr. Was? Du bist direkt hinter mir. Will ich nicht, ich bin weiter weg. Ich also, schicke das Navi jetzt auch. Das glaube ich so rechts. Tobi. Tobi ist vor dir, du hast einen guten Abstand. Ja, ja, merke ich. Bremse aber ab und zu mal zwischendrin ab. Ja, dann fahr doch einfach bloß 78 oder so. So, jetzt rechts abfahren. Ich krieg das nicht erhalten in Dafür hast du einen Tempomaten. Ja. Wenn dann. Stell mal dann deine Einstellungen ein, dann kannst du den Tempomaten drücken und drückst einfach nur eine Taste nach oben und dann kannst du das besser einstellen. Das war richtig, ja. Wie war das jetzt eigentlich in Nürnberg, eine Pause? Oder? Kann man machen, ja. Ja, mach mal, ich muss doch aufs Kino. Wenn das Maria so lange abgeben muss. 146 Kilometer. Maria muss das sowieso abgeben, dann können wir da auch eine Pause machen. Eben, genau. Das dauert eine Weile. Ja. Entweder im Hotel oder am Bahnhof. Oder im Busbahnhof. Ja klar, der will wieder also, zum Hotel oder Bahnhof. Ja, ja. Ich will das aber sehen, wie Maria inparkt. Also machen wir da die Pause, wo Maria abgeht. Hast du eine Flycam, David? Ey, das ist eine ungünstige Situation, ne? Pass mal auf. David. Erstmal bin ich total ja, ich hab's beim Einparken. Ja, ich weiß. David. Zweitens muss ich für kleine Tigerbabys und drittens mag ich ihn absolut nicht. Wenn mir jemand auf den Finger kommt. Ja, deswegen fahren wir nicht mit LKW rein, sondern mit dem Flycam, dann siehst du uns ja gar nicht erst. Und ihr vereiert euch, wenn ich falsch fahre, ja? Ja. Jein. Das war danke. Das jein. Ist absolut nicht aufbauen, was ihr da treibt. Wir wollen dir doch bloß Hilfe leisten. Ja, genau. Mich auslacht. Nein, wir spielen eine Einfahrparkhilfe da. Einfahrparkhilfe. Wenn, dann möchte ich bitte, dass nur David mir hilft. Aha. Wir hatten dir damals das Einparken beigebracht, Fräulein. Ja, das ist doch egal. Aber David lacht mich gleich wie so ein dummes Kind, ja. Hab ich auch nicht gemacht.
Und ich möchte bitte, dass die anderen ruhig sind. Es ist für mich schwer. Dann mute doch dich einfach, dann hörst du uns nicht. Ja, klar. Dann müsst ihr euch alle muten. Ja, du musst auch oben. Tobi ein bisschen langsamer vorne. Maria geht immer runter auf 60. Okay. Zwischendurch. Also ich sehe ich zwar noch, aber. Ich bin jetzt mal auf 70 runter. Entschuldigung, ich. Mario holt bei mir jetzt auf. Lenkrad und dann rufen die Lenkrad auf. Wenn du jetzt auf 80 bist, drückt das C, die Taste. Fertig. Oh nee, das holt mir nicht. Warum? Dann fährt er von alleine 80, dann brauchst du nur lenken. Da hast du mal eine Taste weniger, die du dir drücken musst. Und du fährst konstant dieselbe Geschwindigkeit. Ja. Bei 80, ja? Boah, was ist los, komm an. Eigentlich ganz praktisch, wenn du einen Abstand zum Vordermann hast, drückst C bei 80 und dann rollt das. Wenn Maria sogar noch das richtige Getriebe ausgewählt hat, ja, da hat sie, weil die hat den Retarder drin. Ja. Dann hält der sogar. Und wie bremst er dann ab, indem du gerade schon mal bremst, ja? Ja, genau. Mhm. Dann tut er dann wieder raus. Und dann, wenn du einmal gebremst hast, dann musst du aber auch wieder dann erst beschleunigen. Also musst dann wieder auf Gas gehen. Weil du dann den Tempomaten rausnimmst. Ich hab gerade die Rampen, die Scheiß Straße, wisst ihr das? Ja, die Straße ist etwas bescheiden. Ja, sag ich doch. Scheiß Straße. Wieso? Das ist eine dreispurige Autobahn, was wolltest du mehr? Ja, Serpentin, Alter. Ey, das hier auf drei Spuren oder auf einer Spur ganz, ganz minimal, ja, auf dem Land. Suche dir aus. Ich werde aussuchen, steige ich aus und lauf weiter. Ich meine, kommt doch immer noch drauf an, wie sie die Stabilität des Aufliegers hingestellt hat, ne? Kann man die auch einstellen? Ja. Ja. Ehrlich? Das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Lernst? Müssen wir hier ab? Nein. Links hoch. Meine sagt geradeaus. Ah, nee, Maria muss hier raus. Die zweite Ausfahrt muss Maria raus. Ja, die Kreuzung nicht, aber die nächste Kreuzung muss Maria raus. Ich sehe Achtung, Kinden, Tobi, Achtung. Was denn? Ich bin gemeint. Diablo. Das ist gut, weil ich hab nämlich durch. Boah, ich unbedingt was zu trinken. Durch. Warum? Soll ich ein bisschen mit Licht machen? Guck mal. Ich mach dir ein bisschen mit Licht. Und Diablo. Was denn? Du willst doch Licht haben. Ich mach dir Licht. Ich leuchte dir den Weg. Ich bin der Armleuchter. Ich möchte aber Tobis Arsch sehen. Der Tobi ist ja nicht mehr in der Nähe. Wisst ihr, hast du einen Tobi vor dir? Wer willst du mehr? Nicht den Tobi. Mach ich denn noch einen oder was? Wenn du es kannst, ja. Naja. 10% Schaden habe ich. Weil ich ganz kurz die Leitplanke geknutscht habe vorhin. Alles halb so wild. Entschuldigung, ich bin wieder auf 60 runter. Ey, jetzt muss ich ab hier, ne? Ja, ja, genau. Das ist richtig. Und wir fahren alle hinterher. Oder vorne weg, das ist klar. Ja, ihr seid so hinein. Vorsicht, ich geh mal weiter runter, weil, ne? Steil bergab. Oh.
Schimpfwort die Werde. Darfst du hin? Ey Diablo, ich denke, du willst mir wegleuchten. Jetzt musst du ja gucken, wo du hin musst, auf der Karte. So, hier sind wir in meiner Heimatstadt. Ehrlich? Also die nächste Stadt bei uns, die größere, die hier im Spiel ist. Autsch. Hotel, nein. Hotel, wo ist hier Hotel? Da, dieses Hotel. Einmal am Hotel. Ey, ihr guckt mir aber jetzt nicht auf die Kamera, bitte. Nein. Danke. Das ist echt für mich. Wahrscheinlich schon alle am Straßenrand stehen geblieben und schauen schon zu. Oh bitte, das wäre echt unfair, wisst ihr das? Maria, wo musst du denn überhaupt hin? Ja, hier vorne. Wo? Och Mensch, du bist derjenige, der guckt, ne? Nein. Ja, eine bescheiden schöne Einfahrt. Da hast du... den kenn ich doch. Kleutchen kommt. Das Kleutchen. Ein Schick. Ja, ich versuche gerade krampfhaft einzupacken. Fort ihr schon? Jetzt ist er weg, ist mir auch egal. Da ist er raus. Da ist er wieder weg. Disconnected. Fahrt ihr schon? Puff, gekickt. Kein Internet mehr. Jetzt andersrum, Maria. Also. Ja. Bobby, lass es. Ich hasse das echt. Ich hasse es, so einzupacken. Vor allen Dingen, wenn es dunkel ist. Mach eine andere Kameraeinstellung. Hab ich doch. Bin doch schon. Jetzt bräuchte ich eigentlich die Flycam, oder? Das ist so eine Kacke. Bin. Die beste Firma zum Abladen. Ameri oder was? Der nehmen wir und dann losfahren. Ach so, war Claudi mit dem Handy drin, ne?
Am Schein. Ich bin in mein Schein. Also wie lange Pause? Bis halb, bis Maria bis eingepackt hat. Und eine neue Tour hat. Wenn's geht, Richtung Dortmund. Also bis halb. Könnt mich hier auch einpacken lassen und weiterfahren. Genau. Könnten wir. Wollen wir aber nicht. Ja. Jetzt noch irgendwer. Er rollt immer Ski. Das war kompletter voller Umweg. Wir sind erst noch weiter nach unten gefahren und dann hoch. Da hätten wir gerade einfach hochfahren können und das Stück zurück und rein. Nee, wärst du nicht. Du wärst doch jetzt. Nee, du wärst bei hinter Linz nach oben gefahren, hättest dann an der Kreuzung runterfahren müssen und hättest diesen Weg wieder hochfahren müssen und dann nach links fahren müssen. So sind wir über Salzburg, über München nach oben, wo ist fertig. Und mussten nicht mehr Weg rauf und wieder runterfahren. Denselben Weg. So können wir gerade in eins wieder weiterfahren. Ist das. Tobi, das ist doch scheißegal, wir müssen jetzt sowieso wieder hochfahren. Also ob wir jetzt nochmal ein Stückchen zurück runterfahren. Wieder hoch. Ja, ob wir da oben runter fahren werden oder ob wir jetzt da einfach weiterfahren. Ich kriege ihn nicht hin, das ist mir zu kurz. Ich habe hier keine Wendemöglichkeiten. Ich sag dazu nichts. Danke. Nein, ich meine mit reinkriegen und zu kurz und so. What the fuck, wie schnell fährt der bitte rückst? Alter, der hier ist Contract, der ist voll schnell rückwärts gefahren. Wow, vor halb. 3,3% Schaden hatte ich eben. Das ist alles halb so wild. Ja. Wir haben schon welche gehabt, die sind mit 100% abgegeben. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Also ich kann das nicht gewesen sein, das würde ich niemals tun. 3% ist im Ordnung. Keine Geschäftsführung. Ja. Wo soll ich jetzt hinkommen? Im Hangar suchen wäre das Beste. Ja. Wer steht denn eigentlich hinten bei Trado?
fliegst du rüber und guckst du. Ja, so schnell fliegt meine Kamera nicht. Ich hab das nie so schnell ingestellt. Dann drehen wir dann Ratchet dann von der Maus, dann fliegt das schneller. Wer natürlich so sagt, David. Was? Der Abwerber. Steht bitte nicht am Parkplatz. Abwerber. Der steht nicht am Hotel. Der Abwerber. Ja, alles klar, was soll man dazu sagen? Ja. Geschäftsführung. Immer dasselbe mit der Geschäftsführung, weißt du, du sitzt zwar mit deiner Geschäftsführung, aber egal, ne? Immer dasselbe mit den Leuten. Maria, was ist los? Soll ich jetzt einen neuen Auftrag noch nehmen oder nicht? Ja, Richtung Dortmund. Wenn du da ihn kriegen würdest. Nach Dortmund? Habe ich nicht. Weißt du, dann fahr mal da raus und drück mal die Escape-Taste und dann eben Nürnberg und dann wirst du ja sehen, ob du was hast nach Dortmund. Oh, da steht einer in mir. Ah, scheiße. Da steht einer in mir. Disconnected. Wer? Tobi. Na, kann gar nicht sein. Doch. Ich bin noch da. Oh, ja, aber Escape, ich nicht, du. Ja, das ist mein Problem. Genau, dann wird's den Nürnberg an, da wo dein Pfeil ja ist. Dann leise du Geschäftsführung auf dahinter. Auf der Karte eben halt, ne? Ja, die Geschäftsführung ist auch online, mein Freund. Die Geschäftsführung ist auch online. Ja. Und dann scrollst du einfach mal durch, ob du Dortmund oder sowas bei hast. Kümmert dich wenigstens darum, dass du nicht rausfliegst, weißt du? So, Erfurt, München. David, mach mal deine Rundum, bevor ich mich Nein, hab ich nicht. Nach Richtung Dortmund hab ich nicht. Die dezent am Sack. Nein, dann kannst du überlegen, ob du so mitfährst, solo, oder ob du... Ich halt ausklingst. Ich kling mich dann aus hier. Alles klar, Maria. Okay, Maria. Super. Lief doch gut. Mach dann meine Tour ein. So. Was? Wie sollen deine Tour eintragen? Ich sagte, ich trage dann meine Tour ein. Ja. Ja, und wir fahren weiter, wa? Ja. Sind alle da? Hoffen wir doch, oder? Ja, außer Tobi, Pommern. Ja. Pommern, wo ist Pommern? Bei der Werkstatt. Pommern ist in der Werkstatt, ja. Atlan, bist du da? Ja. Na dann. Bist du euch bloß einig, wer an? Ich mach wieder das Schlusslicht. Also ich bin raus, ihr könnt alle hinterher jetzt. Ja, bin hinter dir dann. Okay. Los. Ach, fuck you. Roman? Kann ich das jetzt einstellen? Hä? Bin? Atlan! Ja? Ja, fährst schon. Ist schon richtig. Was ist mit Mr. Alpha schon wieder? Geht das schon wieder nicht? Nee, ich kann meine Gänge nicht hinten nach hier. Ja, jetzt kann ich Gänge schalten. Hä? Hey, was denn nur? Da. Tobi, hast du eigentlich deine Rundumleuchte an? Ja. Ein bisschen Piano, ne?
Kann noch nicht schnell. Der kann Piano? Ist ja Wahnsinn. Spiel mal was. Lass Tobi spielen. Spiel mir das Lied vom Tod. Spiel mir das Lied vom Tod? Ja. Bring mir das Lied vom Tod. David, bist du schon raus vom Hotel? Ja, na klar. Alter, David, sag einfach nein. Bist du 5 Kilometer schon später? Er ist schon auf der Autobahn. Da fragt er mir, ob ich vom Hotel runter bin. Das ist typisch, Donner. Typisch. Ja, du bist halt nicht mehr der Jüngste. Ja, das ist schon klar. Ich wollte dich jetzt nicht überbelasten, David. Na, dich ja auch nicht, ne? Du bist doch nicht der Jüngste hier, ne? Du Küken, du. Du Küken. Frischling. Deswegen hab ich mir schon mal so nicht so überpaut, ne? Längere also geholt. Erst pass auf, Leo, einer von hinten. Ja, hab ich gesehen. Boah, ja, hör mal auf zu hupen, Alter. Warum machst du immer so viel Warnblick an der Rahmenpommern? Damit du ihn siehst. Damit ja, du weißt, damit ich vor mir langsam fahre. Dafür hast du ein Bremslicht, dann sehe ich ja, wenn du bremst. Ich habe vorhin auch gebremst, da kam von dir die Frage, was ist los? Lichter kaputt. Bei 60 brauche ich aber keine Warnblinkanlage anmachen. Ja, ich bin ordentlich und blockiere nicht alles so wie... Ich weiß nicht, das ganze Parkverhalten, gerade beim Konvoi, war irgendwie zum Kotzen. Wie gesagt, da musst du immer ein bisschen Rücksicht nehmen auf Maria. David, bist du hinten dran? Nein, ich meinte jetzt das Parkverhalten, wo die Polen da standen. Und ich ja, nachher so stehen bleiben hätte müssen, damit ich die Auffahrt blockiere. Ja, ist richtig. Und deswegen bin ich vorhin einfach vorgefahren. Richtig. War jetzt erstmal 60, bis David das okay sagt. Genau. Oh, jetzt kannst du langsam anziehen. Okay, drehe. Gehe ich auf 80. Genau. Hinten dran? Ja, ja. Gut. Wenn was ist, dann melde ich mich schon. Da liegt jemand auf der linken Seite. Lass ihn liegen. Wir wollten ein bisschen schlafen. Ja, okay. Ja, cool, ne? Wenn es so irgendwie so eine Art Abschleppunternehmen gäbe, was jetzt dahin, was da rufst, was dann erst hinfahren muss und so. David, hol mal den LKW raus. Abschleppseil. Hol mit den Haken. Zieh ihn raus. Den würde ich ja gleich reporten als Blocking. Jo. Vor allem, weil du da deine Spur frei ist, ne? Ja. Block hier auf der falschen Spur. Jetzt hätte sie später sollen es machen.
Gott sei Dank, würdet ihr zählen. Gilt das nicht als Ghost Driving, wenn man auf die Seite liegt? Hört nicht viel von Rechtsfahrgebot. Ja, du merkst sofort, wenn in so einem Konvoi ein Fahranfänger mit bei ist, ne? Warum? Naja, ich meine, siehst du ja, jetzt läuft das. Nicht gegen Maria, also. Ne, Maria? Ja. Aber bringt immer Stimmung in so einen Konvoi. Aber ist trotzdem ganz gut gelaufen. Ohne Unfall. Genau. Naja, am Anfang ist ja schon gut losgegangen. Wieso? Ja, ich müsste da vorne mal tanken. Ja, bist du buschig, ne? Wenn der Arsch du musst tanken. Ja, ja. Warum musst du tanken? Weil mein Tank eine Dreiachse hat. Was? Der erste Mal eine Dreiachse. Ja, da vorne kommt eine Tankstelle. Echt? Doch bloß. Die sehen wir nicht. Wieso warst du in der Stadt gerade tanken? Wo wir Pause hatten. Weil er da noch nicht gesagt hat, er wäre leer. Aber da keine Tankanzeige. Die mit genauso wie mir, ich kick da auch nicht rum. Erst wenn da die Meldung kommt, vorher interessiert mir das nicht. Genau. Ja, Maria. Stell ruhig eine Frage, wenn du hast. Oder auch nicht. Nein, wir hatten keine Maut, wir haben nicht getankt. Fähre Zug war auch nicht. Rote Ampel, wir fahren auch nicht. Wo traf ich denn den Schaden ein? Na, da wo Schaden steht. Eben. Dann erst, wenn du, den Auftrag beendet hast. Du möchtest deinen Auftrag abschließen, da drückst du drauf. Da steht jemand tanken, oder? Dann fragt er dir nach dem Gesamtpreis vom Screenshot und danach kommt der Schaden. Danach kommt Kilometer. Aber vor dazwischen denn. Wo will oder der davor hin? Den Screenshot machen, nicht vergessen. Den hab ich ja, den hab ich offen. Also gesamt werden dann 22.086, ja. Also wie es auf deinem Screenshot unten steht. Den Preis drehst du hin. Bin fertig. Ja, dahinter tanken aber noch welcher. Nee, muss ich da nicht den Schaden mit zurechnen und dann... Nein, so okay. wie es auf dem Screenshot steht. So, ja. Aber alles ja, fertig. Oh, jetzt fährt er wieder hinten drauf. Oh, wir wieder drauf. Das ist das zweite Mal, aber weißt du was? Ich habe wieder keinen Schaden bekommen. Obi, kannst los. Ich bin gerade beim Trinken. So war Laterne? Nein, war sie nicht. War sie doch. Nein. War sie doch. Bei mir nicht. Bei mir schon. Kannst dir nachher einen Livestream gucken. Ja, was bei dir ist, wissen wir alles. Bei mir ist Vorgabe, weißt du doch. Hängt ein Unbefugter hinten dran, ja, ne? David? Nee, der kommt. Da kommt einer von hinten, passt auf. Ja, der ist auch recht schnell. Achso, nee, der. Oh. Der schlängelt mit zu viel. Der fährt wieder auf die Seite, bevor er mich nicht sieht. Ich fahre erstmal nur 70. Oh. Ja, der Klappertross kommt nicht so schnell aus dem Arsch. Ja. Na, den habe ich vorhin in der Stadt gesehen.
Ja, da war doch eben einer mit einem roten Flugmaschine hinten bei der Tanke. Ja, ja. Folgt dir immer noch, David? Nee. Also bei mir ist keiner im Spiel zu sehen. Muss dein Spiegel einstellen. Hab ich ja. Der versteckt sich hinter dir. Mhm. Nee, kann nicht sein. Im Windschatten, Alter. Hinterm Hänger. Im toten Winkel kommt er dann. Och, Menno, Sie können erst um 22.07 Uhr abgeben. Richtig. Ja. Was denn, wenn eben erst begonnen hast, das Ja, gehabt? Die hatten gerade bestimmt erst gestartet. Ja. Die hat nicht währenddessen laufen lassen. Nee. Nee, weil das ist nicht so kompliziert und mit Handy kriege ich das nicht hin. Warum nicht? Weiß ich nicht. Das hast du jetzt gesagt. Aber ich den dann ab und zu. Hinten dran? Ja. Warte noch ein paar Minuten. Okay, dann gehe ich auf 80. Oder wie hat mein Lehrer mir früher beigebracht, es wäre unhöflich, Ihnen zu widersprechen, Maria. Man muss heute auch heimlich getrunken haben. Ja, heimlich. Wasser oder was? Ja, Glühwein vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt oder was? Ein Glühwein? Wie kommst du da drauf? Naja. Was soll ich dir dazu sagen? Besser gar nichts. Ja, wie du da drauf kommst, damit ich heimlich getrunken habe. Guck mal, wie du fährst. Du bremst wie so ein Mann und dann gibst du wieder Gas. Soll ich Tier. Mr. Alpha hinten rauffahren? Gerne. ich verstehe den Sinn nicht. Ich muss da bremsen. Ja. Aber bevor da war noch. Da war aber noch eine Riesenlücke. Ich fahr vorsichtig. Ich halte ja, Abstand. Ja. Du stell mal deine Bremse vernünftig hin und dann geht das schon. Die sind vernünftig eingestellt. Ja, komplett hart. Na, so wie es sein muss. Nein. Nee. Bei den Konsorten auf dem Multiplayer, ja. Naja. Und im Singleplayer allgemein, also. Mm-mm. Also ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, im Singleplayer, umso weicher du das instellst, umso besser fährt sich das. Wenn ich meine natürlich da mit 5 Fahrzeuge im Singleplayer. Ja, wenn du da mit 5 Meter auf die drauf sitzt und die bremsen, das ist klar. Dann mache ich da gar nicht. Guck mal, jetzt zum Beispiel, der Abstand verkleinert sich, weil vorne einer gebremst hat. Ja, aber wenn das nur bloß 80 Meter sind oder was, da wird dir keiner den Kopf abreißen. Du musst hier nicht unbedingt deine 100 Meter genau inhalten. Ja, mache ich aber. Nee, naja. Weil vor mir die Fahrt müssen wir nächstes Mal noch hinschreiben, plus minus 20? Plus minus 50. Ja, ja. Weil vor mir sind sie eben gerade nur 70 gefahren. Nein, 75. Liste. Ich musste runterfahren und wiederlegen. Ja, was kann ich dafür, wenn der da vor mir so langsam fährt? Muss ich kurz 5 km runterschalten. Und außerdem beschleunige ich nicht so, das macht mein Tempomat. Den mache ich dann einfach wieder an und schon beschleunigt er wieder auf 80. Ja. Zu Leo habe ich nur 80 Meter oder 79,3. Jetzt habe ich 80 Meter Abstand. Ja, zu Leo 70 Meter. Das wird wieder größer. Und zum Adlan habe ich 103. Das stimmt nicht. Doch, 104. Nein, ich habe zu dir 104. Nein, ich zu dir. Bist du vor mir oder hinter mir? Vor dir, aber trotzdem hast du zu mir und ich zu dir. Entweder kommt einer von vorne oder von hinten. Von vorne, ja, von der Schnecke kommt einer hoch. Ja. Aber nicht für uns. Gegen das heißt, war ein Russe. Echt? Wladimir. Captain, was? Captain Arschloch. Gamaschen. Maschendrahtschaum. Gib ihm einen Maschendrahtschaum. Ah.
hab ich gerade geleckt. Und auf einmal das gesprochen wir nicht. Schnauze. Schnauze. Wie ist das, weil ich was vergessen habe, vergessen den Funk auszumachen. Kilometer 126. Soll ich noch mal ein bisschen schneller fahren? Nee. Ja, Leo hängt mir fast am Arsch. Ja, da muss Leo halt mal bremsen. Weil ja, dann Vater... bremse ich euch noch mal aus. Nö, nee, also ich fahre die ganze Zeit selben Abstand. Ah, ey. Der eine bei sagt, hier kommst du immer näher. Naja, weil deiner nicht zieht, ne? Was fährt denn heute? Rübenträger. Drübe. Ich fahr die ganze Zeit schon. Seit ich in der Firma bin. Hier fahre ich nur den. Ja, weil du nicht wechseln kannst. Den Seite. Hä? Weil du nicht wechseln kannst. Natürlich. Das kannst du nicht. Doch, geht. Natürlich. Haben sie geändert? Mhm. Ah, Wahnsinn. Ich hätte das vorher auch noch wechseln müssen. Aber nein, nur am Handy. Echt? Ja. Schweine. Ne, Tobi, vorher konntest du das nicht wechseln. Hat er dann, keine Ahnung, einen Fehler reingebaut oder was ist das? Du musst ausgegraut. Du musst den einzelnen selben LKW für die und die Map fahren. Einmal ausgewählt, musst du den ewig fahren. Aber wie gesagt, am Handy kannst du jetzt löschen und am um PC selber kannst du dann wieder neu machen, wenn du willst. Wenn du das mit Kennzeichen machen willst. Wenn nicht, kannst du das auch am Handy machen. Mit dem Handy kannst du auch Kennzeichen eingeben. Mhm. Doch. Nein. Hab ich mehrmals gemacht auch. Natürlich. Ja, wenn du. Da steht nur nicht Kennzeichen drunter, müssen wir unten drunter anklicken. Nein, also, Diablo, das funktioniert nicht. Am Handy nicht? Hab ich doch schon gemacht. Diablo, es funktioniert nicht. Mehr. Wenn dann überhaupt, wenn dann nicht mehr. Das ist noch nie gegangen. Doch.
Nein, natürlich. Also ich konnte per Handy auch noch nie wirklich da irgendwie was eingeben. Doch, ich schon. Ich nicht. Ich habe unten drunter angeklickt, nachdem ich den LKW ausgewählt habe, und konnte da mit meiner Tastatur alles eingeben per Handy. Nee, ja? Also das so konnte wie ich auch noch nicht. Vielleicht irgendwie. Aber heimlich. Ja, aber das Handy hat einen Hack drin. Mhm, ich hätte ja, wahrscheinlich. Stöhn nicht so. Wenn ich mal habe mir Schokomilch und sowas alle knackert. Wenn du stöhnst, dann bitte mit dem Mund auf. Schokomilch. Also das kann doch nicht von uns kommen, du, wenn da Schokomilch drin ist. Also. Ich kleckert mit Benzin, ne? Kilometer noch. 13. 20. Bei mir werden es gerade immer mehr. 92. Hast du irgendwo einen Wegpunkt einmal markiert? 93. Nein, ich müsste nach gegenüber nach Duisburg. Ach so. War noch nach Duisburg. Ba 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 ba. Schnauze Pommern. Es gibt ein schlechtes Bild. Das ist doch gar nichts. Hab ich gesehen. Hey, ich sag gar nichts. Du sagst, ich soll die Schnauze halten? Ja. Es gibt Tori, halt die Schnauze. Es gibt Pommern ist heute die ganze Zeit schon irgendwie wieder auf Stunk aus, ne? Er hat sein Gummibärchen nicht dabei. Er hat keine Gummibärchen bekommen heute. Er hat heute keine Gummibärchen bekommen. Der ist wieder schlecht drauf heute. Die haben die Gummimärchen bei ihm im Glühwein drin gehabt, glaube ich. Ja, gar keine. Das hat keine bekommen. Er hat eine schlechte Laune. Bei Glühwein? Er hat nichts bekommen. Bei Glühwein? Alter. Ich sehe halt einfach gar nichts. Ja, mach da doch, bis wir da raus sind. Ja, da steht einer mit seinem Container. Ja, komm, ich mach das kurz. Baff. Ich mach da kurz rein. Hopp. Ich dengel die da drin, das Ding. Ja, jetzt fährt da noch so ein Idiot rein. Hinkelstein macht sich seinen Platz. Die dengeln dann doch da rein, wenn er so auf dem LKW steht. Scheideal. Alter, ich sehe gar nichts. Ist egal, irgendwann knallt es. Ja, das ist Diablo. Der kann nicht warten. Kann nicht sein, da sind noch drei andere drinnen. Kann nicht sein, da stehen andere drei noch drinnen, mein Freund. Kann nicht sein. Da stehen noch drei andere drin. Ich stehe. Nein, der steht, heißt er. Der steht, nicht. Er steht. So, Treffpunkt Hotel. Ach nee, noch. Nach Dingens weiter, oder wie? Ich mach hier Schluss, hier ist ein Tiefschluss. Du musst nur wieder voraus. Ha, ha, ha. Erst ein bisschen morgen früh durchmachen, dann komm ich auch morgen früh wieder nicht mehr raus. Ich bin überrannt, Alter, was sind das für Schweine gewesen? Tiefe Wildschweine. Ja, aber die ganze Hütte brennt hier. Dann löscht sie. Wetter grün, du Scheißteil. Das ist ein Mistding. So, ich fahr jetzt raus. Alpha, ich komm noch mit dir mit gleich, wenn das hier beendet ist. Ich auch. Ja. So. Da war ein bisschen eingeschlafen oder was los? Nö. Der wartet, bis der Chaos vorbei ist. Ja. Trink Gesundheit. Gesundheit.
Krankheit. Gesund bist du ja schon. Boah, Alter, so ey, ein Diablo ist der Erste, der einpackt, ne? Und der Letzte, der aus dieser scheiß Parkbucht rausfährt. Ja, weil der Diablo erstmal eintragen muss. Ja, der ich war aber auch raus. Nö. Dann habe ich meine Kilometer verfälscht, das geht nicht. Wow, die 2 Meter, die du dann rückwärts rausfährst, vorwärts rausfährst. Nein, wenn du schon kurz vor der 5 bist, dann musst du halt, ne? Was ist denn das hier überhaupt? So ein grünes Ding auf der. Der sieht ja hier kurios aus. Da steht, grün, ne? Da steht auf den weiß ich nicht, der hat 2 Trailer, da steht ein Container und oben auf dem Container ja, steht noch, ein anderer. Noch, das ist noch ein Container, ja, in der Luft hab ich schon gesehen. So. Ich habe fertig. Ich fahr jetzt mal raus da. Ja, Zeit wird auch. Na, nun muss ja der andere. Nö. Der fällt noch nicht mal runter. Der bleibt da oben hängen, wa? Der nee, Trailer. Nee. Du bleibst da so lange, bis er den annimmt. Dann fällt er runter. Bleibt da hängen. Bis zum bitteren Ende. Was macht der Scully da nun? Der Schnulli? Hab ich auch endlich mal, ja. Ja, kannst du. Ich hab abgelandet, einen Shot gemacht und dann raus. Ja, ja, ich hab gesehen. Du hast wohl auch mal eine Sofortbildkamera, ist doch also wartet bis das Bild fertig ist oder was? Ne, ich bin unten auf Dings gegangen, auf Anzeigen gegangen und dann. Aber das ist doch wohl der Freund. Ja, weil er sich immer aufgehält, wisst ihr? Ich brauch die nicht. Ja, ich hab den Wertkarte eher einpacken. Okay. So, jetzt mache ich natürlich noch ein schönes Bild von uns. Müssen wir noch was haben. Ohne Pommern. Ohne David. Ohne ich. Jetzt muss ich erst Fahrt abschließen. So. Dio, fährst du mal 1 Meter vor? Ja. Das jetzt hier für ein Scheiß wieder. Alter. Ah, dann kannst du noch ein Stück zurückfahren? Ja. Also, ich kann ja auch noch mal ein Stück hin. Tobi, bleib da stehen. Nicht so weiter hinten. Bleib noch weiter vorne, Tobi. Ich bin. Hat er noch ein Stück nach vorne? Komm noch ein Stück nach vorne? Stopp! So, ist gut. So, einfach noch ein Stück nach hinten. Alpha, nicht Adlan. So, gut. So, es geht. So, ist gut, Adlan. So, jetzt fehlt mir nur noch der Pommer, der da hinten sich verkriecht. Wo ist denn der? Wo ist dein Schwede? Im Haus unten spielen. Oh. Wie, fängst du jetzt so schon wieder an zu bocken, oder was? Nee. Warum? Keine Ahnung, bin aus Versehen raufgekommen. Na, dann sehen wir, was du dort wieder rinkommst. Och, warum? Facebook-Foto. Ja, Maria ist auch nicht da, also von daher ist es doch gehopft wie gesprungen. Es sind ja nicht alle da. Ah. Die mitgefahren sind. Karananas. Du suchst tief, oder? Da hinten, oh, da hinten fährt eine Karananas. Da wird es gut, jetzt lassen wir stehen da jetzt. Oh, ich will gerade ein Foto machen, dann fährt er da vorne. Die Spiegel! Ist doch egal. Nein! Alter, lass uns mal ein Foto machen.
jetzt kommt Bommann wieder, also jetzt ganz. Nur warte, bis dann Bommann da ist. Nö. Bobby, kannst du ihn ein Stück wegdrehen von mir? Du stehst mir einfach zu dicht. Ja, so wie ich das Foto mache, brauchst du die sich nicht. Das ist egal. Ich komme von der linken Seite. Hat er Zeit? Ja. Perfekt. Ich muss noch ein kleines Stück zurück, wa? Gut, das aber. Die letzten beiden Abstimmungen. Du komm doch mal, du Bommann! Bommannland ist abgebrannt. Das ist wohl eher verhungert, wie abgebrannt. Du hast übrigens deine Farbwahl falsch rum, glaube ich, oder? Ach nee. Wer? Nee. War die Laterne, die hat so komisch. Laterne? Du sag nicht, du brauchst wieder die Sicht, dass ich dir eine Sicht stehst, der Wahl. Das war zu schnell, ich bin auch aus. Ich hab da alle Zeit, ne? Volvo nein. Ist doch. Volvo ich will, ist ich will nur ein Bild machen, mehr will ich nicht. Ist nur für Facebook das Bild. Dann kann ich mir nur zeigen lassen beim Einparken. Und für die Homepage, denke ich, Mama. Ja, das, für die Homepage, da hab ich keine Macht drüber. Aber Facebook kann ich machen. Ach du Scheiße, der fährt ja hier so Volvo heute. Ja, besser als so eine Klapperkiste von Iveco. Oh. So ein Plastikbomber. Ja, hat das Geld wieder nicht gereicht für den Scania, oder? David, Mama. Dein Standlicht an. Das sieht cool aus beim Volvo. Der Tesla Globetrotter-Werbung da oben drüber. Schick. Oder? Alles klar, Dankeschön.